Gleiche Stelle, gleiche Welle. Oh Gott, nein, damit fangen wir gar nicht erst an. Schönen guten Abend. Merlid Spiele heißt der Kanal. Das Spiel heißt Returnal. Und wir sind aus unserer größten Frustration heraus, würde ich mal sagen. Und sind drauf und dran, uns wieder aufzubauen für den Run für Biom Nummer 5. Haben viel gelernt, möchte ich mal so sagen, im vergangenen Run, in dem wir sehr gründlich uns vorbereitet hatten, um dann im 5. Biom aufs Maul zu bekommen und also auch echt blöd zu sterben. Auf echt blöde Weise. Aber nun, jetzt sind wir hier und in Biom 4 und schauen, was wir hier so tun können. Und gucken, dass wir wieder stark werden für die nächsten Herausforderungen. Okay, wir haben eine Fehlfunktion uns kürzlich eingesammelt. 50% Schaden weniger bei voller Unversehrtheit. So. Wir haben hier noch 2, 3 Truhen, die mit Schädlichkeit verseucht sind. Eieiei. Keine neuen Waffen aufsammeln. Es sei denn, wir eliminieren Gegner gleichzeitig. Gut, das war's dann erstmal mit Fehlfunktionen, die wir uns aneignen wollen und können. Nun. Ah. Dann sind wir hier schon am Ende von diesem Gang und der Zwischenbosskampf, der war schon. Okay. Wir waren mal wieder diverse Male kurz vorm Exodus wegen Nachlässigkeiten und zu viel Spielwut im Bauch. Sind dann einfach mal ins das Risiko eingegangen und direkt den goldenen Raum absolviert und sind mit mehr Gesundheit rausgekommen, als wir reingegangen sind. Das war schon mal gut. Vielleicht war das genau der richtige Schritt für diesen Run. Wer weiß, wohin uns das jetzt noch treibt. Kann auch sein, dass wir jetzt trotzdem gleich das Zeitliche wieder segnen. Naja, aber wir wollen ja nichts unversucht lassen. Okay. Wir haben 350, 2, 3, 54 Obolith. Wir können auf jeden Fall diese Erweiterung uns leisten. Für 150 die Altfeuer-Abklingzeit verkürzen ist ein gutes Investment. Müssen wir auch gleich hier nicht nochmal zurück. Dann haben wir hier an der Stelle auch alles fertig. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir gucken nochmal. Wir gehen jetzt zu Fuß zurück. Dann müssen wir hier gleich nicht nochmal durch. Das war hier unten im Wasser. Da haben wir alles gesehen und aufgesammelt, was es gab. Ja, jetzt haben wir hier noch diverse Fehlfunktionswellen. Und das Problem, wir müssen mehrere Gegner gleichzeitig eliminieren, um einen loszuwerden, bis wir wieder eine neue Waffe aufsammeln können. Hier war der goldene Raum. Das ist Quatsch. Warum gehe ich da rein? Weil ich nicht geguckt habe. Okay. Dann geht's hier wieder zurück. Ah, Leute, das ist doch Kokolores. Ich muss ja sowieso nochmal hier durch für die Falltüren am Ende. Also, ich teleportiere mich zurück zu dem Shopraum. Aber nicht dort, sondern dort. Aber nicht dort, sondern woanders. Hä? Da ist der Teleporter. Da wollen wir hin. Und schauen wir mal. Das hatten wir das schon gemacht? Das hatten wir noch nicht gemacht für 10 Obolith. Für 10 Äther 100 Obolith. Okay. Ah. Hier gibt es viel Obolith und
Ein grünes Harz. Jawohl. Sehr gut. Ich habe nämlich den Anzug, die Unversehrtheit maximiert. Was machen wir hier? Wir gehen mit dem Strom. Was machen wir hier? Das lassen wir lasern und dann schwupp. Nochmal. Da ist eine Falltür. Nicht vergessen. Später aber. Dies ist ein solcher Raum. Was haben wir da? Obolit und Grünes. Schön, viel Obolit, finde ich gut. Wir sind jetzt bei 294. Hier ist der Checkpoint. Naja, Vorsicht, beim letzten Mal sind hier 4 Typis gespawnt, aber das hat man schon vorab gesehen. Es können aber auch noch andere Gegner kommen. Diesmal aber nicht. So, dann, wir können keine neuen Waffen aufsammeln, aber trotzdem zumindest schon mal schauen, was wir da haben. Elektropylontreiber sind sowieso egal. Bäm. Ein Volltreffer und es ist ein Volltreffer. Komm näher. Dann kommt auch das Obolit immer direkt zu mir und ich muss gar nichts einsammeln gehen. Silphium, das ist wichtig. Dann haben wir 2 solche. Guck mal, 2 Volltreffer und wir haben Volltreffer. War schön blöd und knapp. Ah. Der schöne, gute Baudrüsenlobber. Oh. Da hat mich die abfallende Dramaturgie der Musik doch irritiert, weil es ja auf einmal nicht mehr diese Drama-Kampfmusik war. Okay. Noch ein Äther. Hat mich dann sofort nachlässig werden lassen. Das ist natürlich auch fies. So, wir haben reichlich Obolit. Heißt, wenn wir gleich zurückkehren zum Shopraum. Da ist noch mehr Obolit, aber ich möchte jetzt nicht riskieren, eine kritische Fehlfunktion mehr einzusammeln, handeln, weil dann diverse schöne Sachen weggehen können. Nämlich ein wohlverdientes Artefakt zum Beispiel. Das wollen wir nicht. Was finden wir da oben noch? Etwas Grünes, tatsächlich. Kleines Silvium, gern gesehen. Noch keinen Gegner gleichzeitig eliminiert, trotz des Lobbers. Da ist ein gelber Mann. Na gut. Okay, dann war es das in dem Areal und wir können weitergehen. Okay, Bossfight. Komm schon. So einer war wieder ein Entrückter. Ah. Meinst du mal wieder ganz frech mit seinem Hackebeil? Das ist kacke. Ah. Aber wir haben ihn gleich.
Wieder dank des Fauldrüsenlobbers, der mit seiner Fäule echt zaubert, ey. Ist richtig gut. Also, die Waffe ist klasse. Ich sammle alles ein, was einzusammeln ist. Ich kann aber immer noch keine neuen Waffen aufnehmen. Which is ekelhaft. Hier dürft uns dann genau jener Raum erwarten, in dem wir nochmal Eier treten können. Und da gibt es auch eine Anzugerweiterung, die hoffentlich ein Investment wert ist. Ich als erstes, was haben wir denn da? Schadenserweiterung, sofort. Gut, jetzt haben wir natürlich keine Option mehr. Großartig, um noch Obolit zu sammeln für die nächste Hopping-Runde. Wir sind bei 134 gerade. Mit ein bisschen Glück finden wir noch ein bisschen was für am Ende die große Fiole in dem neuen im Shop. Ansonsten haben wir halt ein bisschen Geld über, ein bisschen Obolit über für den neuen Shop. 152, jawohl. Ja, Waffenschaden ist keine Frage, dass wir uns das nehmen sollten. Gut. Dann haben wir alle drei Arme dieses... Ach, guck mal. Alle drei Arme des Bioms uns angeschaut. Ich würde gerne noch die Fehlfunktion loswerden, muss ich sagen. Aber wir haben alles absolviert, sogar den goldenen Raum. Wir haben eine Fehlfunktion weniger. Durch das Tun soeben. Ah, können uns also noch was einhandeln. Karte ist beschädigt, das finde ich nicht so schlimm. Müssen aber einen Schlüssel benutzen, um das zu beseitigen. Ist dann die große Karte auch beschädigt? Die finde ich ja noch weniger schlimm. Okay. Ist jetzt halt natürlich ein bisschen blöd, wenn wir über die Karte schauen wollen, ob noch irgendwas in einem Raum liegt. Ansonsten finde ich die Fehlfunktion nicht dramatisch. So, weiter, weiter, weiter. Neue Waffen brauchen wir natürlich. Doch schon, würde ich sagen. Was uns jetzt nur noch übrig bleibt, sind die Falltüren und die Räume, die sich da dann eröffnen. Und da sind wir im Shop. Wir können folgendes noch machen und hier auch mal die Runde nehmen. Gucken, was wir hier noch so finden. Erstmal noch ein paar Gegner. Gut, nur ein Volltreffer reicht. Aber ich sollte nicht zu weit weg die anschießen, weil sonst kann ich das Obolit nicht einsammeln. Das ist doch wichtig. Ah. Vorsicht, ja, ja, ja. Machen Kopf zu. Ah. Wieder so einen blöden Move gebracht hier. Noch so einen blöden Move? Nee, das ist zum Glück unbestraft geblieben. Ei. Exekutionsblitz. Da kommt noch was. Nee, kommt nix. Okay. Moderat
Nee, ich will mir nicht eine dritte Fehlfunktion handeln. Das ist nämlich kacke. Wir haben noch keinen Datenwürfel gefunden, ne? Nee, haben wir noch nicht. Okay. Ein Datenwürfel vorhanden. Keine gelben Augen, schade. Doch da. Na. Na, ist aber blöd. Doch, ich komme an alle drin. Gut, gehe ich jetzt da hoch. Da ist ja noch eine Truhe, aber da ist ja auch nur eine Waffe drin, die ich eh nicht aufnehmen kann. Kann ich da überhaupt hoch? Warum darf ich da nicht durch? Ich kann nicht hoch zum Boss, weil... Ich habe doch alles absolviert. Soll ich nicht mehr? Ich soll den Boss nicht mehr bekämpfen. Hier geht's ja normalerweise... zum Boss hoch. Aber ich da. Ach so, ja, hier. Das ist es diesmal. Naja, im verschlossenen Behälter mit Schlüssel, dann ist zumindest die Karte wieder verfügbar. Okay. Okay, guck mal. Ein Artefakt, persönlicher Gegenstand, die verkohlte Klaviertaste. Erhöht die Chance, bei Gegnern Bergungsgut zu finden. Ja, dann hat sich das da schon gelohnt. Da hinten ist auch noch was. Das sieht aus wie... Äther. Okay. Und nach oben ist man nicht. Da liegt nur noch eine Waffe. Oder? Hier noch ein paar Eier. Bisschen Obolit. Was wir jetzt mal machen. Ganz witzig. Stellen uns noch mal Hyperion. Ist das eine Idee? Schnapsidee, ich weiß. Aber lange nicht mehr gemacht, oder? Ich habe mal wieder Bock auf einen Bosskampf. Den man irgendwie auch schaffen kann. Oder? Ne, was wir aber erst machen. Nein, das machen wir noch nicht. Wir sollten zuerst die Falltüren uns angucken. Und zwar angefangen... vom Schiff ausgehend, jenes welches wo nochmal war. Da hinten war ich doch richtig. Okay, hier war ziemlich sicher keine Falltür verborgen. Jetzt hatten wir da noch den Parasiten, der war aber mit der Abklingzeit so blöd. Wenn es die Leistung um 20% erhöht, ist das nicht in meinem Sinne. Oh, okay. Gut. Ach, das ist doch auch wieder blöd. Ich wollte doch nicht zum Schiff zurück. Sondern dort entlang. Die Falltüren suchen.
Hey, vielleicht kriegen wir da ja noch irgendwie die Möglichkeit, noch zwei Gegner gleichzeitig zu eliminieren. Dann haben wir auch die blöde Fehlfunktion wieder weg. Die wir da noch, uns da noch belastet. Oh ja, aber erst schauen wir mal, was dieser Fabrikator noch mal hatte. Das war gut. Ich erinnere mich. Bei niedriger Unversehrtheit erhältst du plus 25% Waffenschaden. Das ist vor allem in Bosskämpfen gut, ne? Wir wissen nicht, wohin uns dieser Run doch noch treiben sollte. Bei all der bisher vollzogenen Nachlässigkeit oder praktizierten Nachlässigkeit. Ach, guck mal. Gut. Dann sind wir tatsächlich wieder bei voller Gesundheit. Wir haben gleich einen Fresh Start im neuen Biom. Wenn wir nicht beim Boss doch auf die Fresse kriegen. Wo ich jetzt gerade glatt wieder überlege, sollten wir wirklich zum Boss? Ich habe eigentlich wirklich mal wieder Bock. Hier war keine Falltür mehr, oder? Nee, ich wollte nach oben. Da ist noch ein Parasit. Was macht der nochmal? 25% Chance, dass Verbrauchsgüter nach Gebrauch nicht verschwinden. Erhöht aber auch die Wahrscheinlichkeit für Fehlfunktionen. Nee. Ist jetzt nicht so. Und dann war hier auch keine Falltür. Und weiter geht's. Hier aber war die erste Falltür. Und bereithalten. Nur der kaputte Fabrikator und wir haben nicht genug. Wir haben nicht genug Obolit, aber da oben gibt es noch diese schädlichen Obolitklumpen. Die erste überstanden. Den zweiten überstanden und wir haben wieder genug Obolit für Dinge. 148, also come on. Ich werde trotzdem das eher woanders ausgeben. Vielleicht für das große Silphium. Oder was war hier? 20% Chance, dass Gegner beim Tod explodieren. Hallo. Scheiß auf Silphium. Aber jetzt fehlen noch zwei Obolit fehlen dafür. Come on. Da kommen wir her. Zwei Obolit, Leute. Hier finden wir sie nicht mehr. Da haben wir alles abgegrast. Hier finden wir es auch nicht mehr. Was war dort? Hier haben wir auch alles abgegrast. Es sei denn, wir haben ein Ei übersehen. Haben wir nicht. Hier waren zwei Eier, aber die waren leer. Schade. Schädliches Harz? Nein. Das haben wir gerade nicht so dringend nötig. Keine Waffe aufsammelbar. Schade. War hier nicht irgendwo eine Falltür unten? So ist es. Aber wir haben schon Obolit. Ich gehe mal eben zurück zu dem Automaten. Bevor es die Falltür runtergeht. Da lang. Guck mal. Da wäre auch noch Obolit gewesen. Jetzt haben wir es aber dicke. Es explodiert.
explodieren. Explodierende Gegner, verrückt. Dann haben wir außerdem noch in der Tasche eine Translokationssphäre, die uns in einen Falltürenraum teleportiert. Gucken wir mal. Bin gerade geneigt, erst die normalen Falltüren abzugrasen. Nämlich die hier unten. Das ist eigentlich egal, oder? Also ein Boss wird uns auf jeden Fall begegnen, da bin ich sicher. Wäre gut, wenn wir da so eine schöne Waffe hätten. Wie die jetzige. Okay, aber ja, so viel zum Thema Waffen. Wir können eh keine aufnehmen. Pyrolysenstreuer, hoffentlich ist jetzt keine gute dabei. Ja, der vielleicht. Dreadbound, nee. Wenn, dann würde ich über den hier nachdenken. Sogar sehr schade. Mega-Rakete 2. Obolith-Magnet-Treffer-Replikation. Das soll nicht sein. Spider-Man war hier. Gut, das war dieser Bonusraum. Jetzt jener. Und da finden wir einen Schlüssel. Oi. Okay, bislang sieht es ganz gut aus. Ach, nee. Mit den Bonusräumen noch haben, sind wir dem Boss nicht begegnet, dem Bonusraum-Boss. Das scheint mir, als könne man dem auch nur einmal begegnen. Hier war der Swimmingpool. Nein, Quatsch. Yay, noch ein paar Obolith. Das ist der richtige Weg, den wir jetzt nehmen müssen. Da ist das Haus. Dann haben wir den ersten Arm nochmal gecheckt. Und da war jetzt auch nichts übrig geblieben, was wir nochmal hätten aufnehmen können. Deswegen, außer einer Waffe oder so. Aber das war alles nicht relevant. Guck mal zuerst hier. Dürfen wir nochmal? Soll ich? Ich könnte für... Ja, komm. Ich werde für... Um die große Fiole gleich noch aufzunehmen. Es fehlen zwar noch... paar Obolith. Ah, 43, okay. Hätte ich... egal. Ich hätte es anders gemacht, wenn ich drüber nachgedacht hätte. Aber wer weiß, vielleicht kriegen wir die 43 noch in... den Falltürräumen. Hier immerhin so ein paar. Ja, guck mal. Na, jetzt fehlen nur noch 11. Und es gibt Harz und Harz und Harz. Und der macht, dass die Herstellungskosten um 15% verringert sind. Wow, dafür sind aber bevorstehende Fehlfunktionen schwerer zu reparieren. Macht nix. Ich würde die Parasiten ablegen, sobald es geht. Wenn wir jetzt nochmal gucken. Der nicht weit entfernte Shop. Oder wie weit war er weg? Ja, komm, wir ziehen es mal eben durch. Quatsch. Hier wollen wir nicht hin. Gab es noch eine Falltür? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war's. Und wir sind ohne Boss-Encounter. Ach doch, eine Falltür gab es noch. Bin ich sicher jetzt. Ich dachte, wir wären komplett ohne Boss-Encounter. Durch die Falltüren gekommen. Ich glaube, wir haben sogar noch zwei. Ich muss mir recht überlegen. Naja, aber ich und meine Zählweise mit Falltüren, ihr wisst Bescheid.
Ihn ziemlich sicher noch, nämlich wir hatten ja gerade eben diesen kurzen Zwischenboss, wo auf jeden Fall eine Falltür lauerte. Oder war das der vorherige Run? Oder haben wir das sogar schon genommen? Hä? Okay. Jetzt bin ich ein bisschen... Ach so, das ist der zweite Arm. Und zweiten Arm... Ach, Leute. Den zweiten Arm nicht nochmal gecheckt nach Falltüren hier. Dieser Abzweig hier. Gut, dann natürlich. Aber remember, falls wir noch die Fehlfunktion loswerden sollten, dass wir neue Waffen aufsammeln können, hier wäre ein Kandidat. Nämlich ein Spuckmaulblaster mit Schockstrom, Flintenlaufgeschoss 2, kritisches Taumeln und schnelle Bresche. Wow. Den würde ich, ungesehen würde ich den mitnehmen. Okay. Dann jetzt aber hin zum Shop. Dann können wir die große Fiole uns leisten. Denke ich doch mal, oder? Jawohl. Die ist gut. Und hier geht's rein. Chicken Watte. Ne, ich dachte, da wären Eier. Eier. So. Jetzt gucken wir nochmal, wie viele Falltüren wir noch haben. Ich tippe auf 2. Da ist schon mal eine. Los geht's. Okay, das ist der Obolitraum. Ich laufe genau durch die Schranken nochmal. Völlig nutzlos. Na, und nochmal. So geht das nicht, Freunde. So geht das nicht. Ach, da ist eine Barriere, Leute. Oh, ich kann sofort meine Fiole benutzen. Weil ich nämlich kurz vorm Exodus bin. Ach, das ist doch scheiße. Naja. Okay. Blöd. Ärgerlich. Schade um die schöne Fiole. Naja, aber viel... immerhin noch ordentlich Obolit. Minotash. Lötash. Ja, nö. Das hatten wir schon benutzt, ja. Wo geht's nochmal? Achso, da oben. Ist nochmal Fortgang. Mhm. Hier gab's das. Haben wir nicht mittlerweile die Erweiterung, wo wir stärkeren Nahkampfangriff haben? Ich meine, mich an sowas zu erinnern. Yes, und da ist auch der Automat für die Parasiten. Ja, nehmen wir mal mit. Jetzt gibt es auch nochmal Obolit. Können wir uns vielleicht noch den Astronauten leisten? Ich meine, jetzt ist er wieder normal teuer, weil wir den Parasiten gerade abgelegt haben. Das war blöd. Auf der anderen Seite haben wir dadurch den jetzt wieder einiges an Obolit dazu bekommen. 191 haben wir jetzt. Das wird nicht reichen für den Astronaut. Es sei denn, wir finden nochmal einen Raum mit... Ah ja, wir haben hier noch auf jeden Fall noch eine Falltür. Da muss jetzt aber der Boss kommen. Hier nämlich. So ist es. Okay.
habe ich gerade hier den Schlüssel entdeckt, wie das zu absolvieren ist. Ohne Schaden zu nehmen. Hammer. Sehr gut, Leute. Ja, ich kann die Waffe nicht aufnehmen. Aber es gab ein bisschen Obolit. Leider nicht genug für den Astronauten. Okay, also, meine Theorie ist jetzt, es gibt jeden Raum. Oh, eine Kompensationssphäre für die Fehlfunktion. Es gibt jeden Bonusraum, jeden Falltürenraum im Biom ein einziges Mal. So, und die sind auch alle auf das komplette Biom verteilt. Es gibt also jedes Mal in dem Biom 5 oder 6 Falltürenräume. Ich könnte jetzt die Fehlfunktion beseitigen, um mir diese Waffe hier zu schnappen. Sucherschwarm, thermogenischer Werfer. Mega-Rakete 3, Leute. Guckt euch das mal an. Soll ich den Raketenwerfer nehmen oder den Spuckmaulblaster? Ich nehme dieses. Es gab auch nicht mehr viele Dinge, viele schädliche Dinge, die eine Fehlfunktion auslösen könnten. Wo wir uns dann nochmal irgendwie bevorteilen könnten. Entsprechend haben wir jetzt einen gut aussehenden thermogenischen Werfer. Haben auch mal einen Bosskampf hier gehabt, der doch gut lief. Und wenn wir uns das jetzt angucken, ich hatte uns schon aufgegeben, dann sieht das doch alles gar nicht so scheiße aus, oder? Nö. Ach doch, hier sind noch 2 Truhen. Ne, eine, ja, 2 sind noch hier mit möglichen Fehlfunktionen. Naja, die habe ich dann jetzt wohl. Kann ich dann jetzt wohl vergessen. Das nehmen wir aber noch mit. War hier nicht noch eine Balltür? Nee, nee, nee. Was war hier nochmal? Spuckmaulblaster. Nö. Nö, nö, nö. Ach du je. Was war das denn? Das war ja schon wieder blöd. So, hier gab es einen Fabrikator. Wer macht nochmal Leistung um 15%? Okay, okay. Und das Harz lassen wir. Ah, siehst du, da hätten wir es nämlich auch gebrauchen können mit der. Mit dem. Verbrauchsgüter, der die. Na komm, wir machen das jetzt. Mit dem, na wie heißt er noch, der Verbrauchsgüter, der die Fehlfunktion beseitigt. Ihr wisst schon. Okay, Leistung erhöht. Heißt bessere Waffen, bessere Gutheit. Dann haben wir hier noch einmal den goldenen Raum. Da können wir noch mal gucken, haben wir da nicht noch irgendwie eine Waffe liegen lassen, die vielleicht interessant ist. Spuck mal Blast. Level 15, nein. Ach, weil wir schon so früh hier waren. Sind hier auch so relativ schwache Waffen nur übrig geblieben. Korrekt. Gut. Hier, das hatten wir auch schon ausgereizt. Und entsprechend war's das, oder? Wir haben alles gemacht. Wir können, glaube ich, zurück. Truhen lasse ich jetzt einfach mal bleiben. Quatsch, das war nicht das, wo ich lang wollte, sondern ich wollte zu dem Teleport am Ende des Arms. Das ist hier rechts. Da sind wir nämlich. Achso, da sind noch ein paar Eier. Nichts drin. Und dann brauchen wir gar nicht zum Shop, sondern können direkt hier zum großen Translokator. Da haben wir noch ein paar Eier liegen. So, aber diese Truhe hier vorne, die können wir jetzt doch öffnen, weil die Wahrscheinlichkeit für die Fehlfunktion moderat ist. Schade. Ja, mit einem Projektilportal allerdings tauschen wir gegen den kinetischen Sauger. Wir können keine neuen Waffen aufsammeln, solange wir nicht im Nahkampf
Gegner eliminiert haben. Mein Gott, das ist auch für mich die sechste Runde. Soll ich jetzt den Gegner, den Boss? Nein, nein. Ich möchte lieber wieder ins fünfte Biom. Ihr wollt es doch auch. So, haben wir noch Parasiten an uns haften? Ist ja zwei Stück. Moment mal. Aha, ich dachte, es löst alle Parasiten ab, aber es löst ja... Okay, ich dachte, es löst alle Parasiten ab, aber es löst nur einen zufällig ab. Okay, gut. Dann machen wir es direkt nochmal. Kriegen nochmal Obolit dafür. Je nachdem, welche da jetzt... Okay. Ich dachte, es löst alle auf einmal ab. Welche ist jetzt weg? Ich überlebe einen tödlichen Hieb. Das finde ich gut. Das ist genau das Richtige, was ich noch nützlich finde. Das ist, glaube ich, das falsche Tor. Aber wir gehen mal hin und gucken, ob es irgendwie noch was zu entdecken gibt. Nein. Hier sind noch Eier. Na gut, guck. Und wir machen uns aufgefasst, was da in der nächsten Folge kommt. Ach, wir haben ja jetzt die Raketen. Ich war immer noch gedanklich beim Lobber. Kann uns hier direkt mal dran gewöhnen, noch mit den paar Figuren. Und sehr langsam unterwegs. Es ist nichts für Bosskämpfe. Zumindest nichts für den finalen Bosskampf. Und vor allem nicht mit Megarakete, die ja noch erst kommt. Stufe 3 vor allem. Dann gehen wir mal in das brüchige Ödland. Haben eine ganz gute Schwelle erreicht für den fürs Folgenende. Ich bedanke mich abermals fürs Zusehen und freue mich über, ja, euer Dasein. Ich wünsche euch einen schönen Abend, Tag, wann auch immer ihr diese Folge schaut. Gehabt euch wohl. Bis bald.